Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Herzlich willkommen zu einem weiteren Let's Play FIFA 17 Ultimate Team. Wir haben jetzt die... Ja, das erste Spiel in Liga 4. Und sind mal wieder... Ach so, was mache ich mit Calhanoglu? Ich bin halt echt fast schon am Überlegen, den zu kicken. 30 Spiele, 8 Scorerpunkte. Und der hat halt auch einfach nichts Geiles gemacht. Fuck, Mann. Aber es ist halt ein 89er ZOM. Ich traue mich einfach nicht, den irgendwie wegzupacken. Er fühlt sich okay an, aber nicht wirklich grandios. Die Frage ist halt nur, würde sich Kagawa besser anfühlen? Wahrscheinlich nicht. Deswegen lasse ich ihn drinnen. Aber es ist halt schon unglaublich merkwürdig. Also Budde Buu fühlt sich auch mittlerweile besser an als Calhanoglu. Aber mir hat er eigentlich gut gefallen als 81er. Passt mal auf, wenn er dann wieder abgewertet wird. Und ich ihn wieder als 81er spielen werde, da geht er wieder komplett ab und Budde Buu wird wieder Rotz. Aber gut, wir haben halt hier auch Moutinho, hier ist halt egal. So. Schauen wir mal, was da auf uns wartet. Riskiere es mal, aber irgendwie habe ich das Gefühl, es ist nicht hell genug. Beim Gegner, das Trikot. Oh, den haben echt viele, oder? Diesen Squad-Building Challenge Son 87er. Ach, mir fällt der Name gerade nicht ein. ZOM 87er. Ich glaube, der rechte Stürmer, der 78er, ist, glaube ich, sehr schnell. Oh, was ist das denn? Das sieht ja komplett verwirrend aus. Hat was, aber ist echt verwirrend. Oh, da haben wir Glück, dass er nicht hinfällt. Das hätte uns einen Elfmeter geben können. Warum kriegen wir den Ball nicht? Ja, genau. Wir schießen mal aus 1 Kilometer Entfernung und gucken, was passiert. Also hätte ich schon ein Bronzesteam ohne Chemie haben müssen, damit das funktioniert, denke ich. Oh nein, nein, nein. Das ist gerade nicht passiert. Das habe ich gerade nicht ernsthaft gemacht. Anscheinend doch. Navas, genau, so hieß er. Rouvier, den hätte man vielleicht festhalten können. Danke. Oh ja, rennt euch Gegner über den Haufen, bitte. War noch nicht mal in der Nähe des gegnerischen Strafraums. Und das ist jetzt auch wieder das Gleiche. So, mal einen gefährlichen Seitenwechsel und einfach mal durchrennen jetzt mit Großsiggi. Einfach mal durchrennen und den Strafraum berühren oder eine gelbe Karte ziehen. Ja. Was macht er denn hinter der Bande? Ach, das ist so dumm, dass sie einfach da durchlaufen. Regt mich so auf. Der war gut. Der war richtig, richtig gut. Sehr gut für einen Klick. Das war eine richtig gute Flanke, aber halt der Kopfball da war zu ungefährlich. Krass. Was war das denn von dem? Okay, das war ein Lackertor, würde ich sagen. Aber es ist egal. Ich habe ein Tor geschossen. Geil. Und Budde Buu. Und das war auch wieder so ein Tor. Ich habe einfach nur auf Schießen gedrückt und eigentlich gar nichts gemacht. Und er hat es selber gemacht. Sehr schön. Erwarte ich auch von ihm. Sehr schön.
Und sowas macht Çalhanoğlu halt gar nicht. Ich habe halt das blöde Gefühl, dass bei Çalhanoğlu so ein bisschen das Stellungsspiel das Problem ist. Vielleicht auch die Arbeitsraten, die habe ich jetzt nicht im Kopf, aber Stellungsspiel kann ja eigentlich kein Problem sein. Aufgrund der Tatsache, dass er als 89er mit Sicherheit ein gutes Stellungsspiel bekommen hat. Würde ich mal behaupten. Oh, da wollte ich extra abbrechen. Könnte ich mal auf Defensiv gehen. Sehr gut mitgearbeitet. Böse, böse Grätsche. Das ist wieder gelb. Rot ist es nicht, aber gelb. Die kam wieder geil. Vielleicht muss ich wirklich noch mehr aufziehen bei den Flanken. Müssen wir mal gucken. Mal beobachten. Oh, Mist. Sehr schön von Verratti. Wird ungeduldig. Das könnte positiv für mich sein. Ist ein bisschen angepisst oder so. Oh, hier ist niemand. Ja, ich war irgendwie die einzige Anspielstation, die noch so halbwegs ging. Aber auch die war eigentlich scheiße. Es war einfach niemand da. Aber er rennt hier zu stupide durch. Deswegen schaffe ich es mit Diarra, das dann wieder gut zu machen. Mal ein bisschen Glück. Ich hatte ganz kurz Angst, dass es hier wieder ein Lackertor gibt. Weil der Ball war natürlich weg und er bekommt ihn dann quasi geschenkt. Muss mir echt abgewöhnen, diese Laufpässe zu spielen, wenn da einer steht, weil irgendwie fangen die immer ab, auch wenn man denkt, der ist so weit weg, da kann ihn gar nicht abfangen. Von hinten reingegrätscht, rot. Jetzt grätscht er schon wieder. Also er muss ein bisschen angepisst sein. Sonst würde er wahrscheinlich anders spielen, weil jetzt grätscht er ja wirklich viel zu viel. Aber das müssen wir halt ausnutzen, indem wir ihn nicht stark machen und Ballverluste haben, weil wenn er ein Tor schießt, ist er wieder komplett dabei und hört auf mit dieser Scheiße. Ja, er ist total angepisst. Keine Ahnung, was mit dem los ist. Grätscht er nur noch. Und schon wieder ein dummer Ballverlust, den wir nicht hätten machen dürfen. Oh, wenn er jetzt ein Tor schießt, wäre echt bitter, weil er ist gerade in so einer Phase. Da verschenkt er einfach das Spiel. Oh, er macht's wirklich. Er macht's wirklich. Er macht's wirklich. Er hat sich auf mich aufgestützt. Er macht's halt wirklich. Und wieder diese scheiß kurze Ecke. Ich stell. Ah, ne, er hat sich aufgestützt, okay. Aber ich stelle mich extra dahin und es funktioniert nicht, ey. Oh. Mal gucken, ob es immer noch so wild reingrätscht, aber ich wette mit euch, er macht's nicht mehr. Scheiße, er war so angepisst. Ich hatte ihn. Und wieder haben wir ein Gegentor. Ach, das ist doch zum Kotzen. Wir hatten genau da, wo er jeden Gegner haben will, angepisst. Richtig geil. Oh, und wieder haben wir ein Gegentor gefressen. Warum? Warum? Verdammt nochmal. Ich meine, diesmal konnte ich ja echt nichts machen. Es war einfach eine scheiß Ecke. Ich habe sogar noch den Spieler dahingestellt. Ich habe den Spieler noch dahingestellt. Und es hat nicht funktioniert. Also ich habe ihn nicht bekommen, den Ball. Fuck, wir hatten ihn. Wir hatten ihn, Mann. Er war nur noch am dumm rumgrätschen. Wir hatten ihn einfach.
Ja, er stellt auch da einen hin. Ich habe auch einen hingestellt, hat gar nichts gebracht. Glückwunsch. Oh nein, aus der Entfernung und wir kriegen ihn nicht rein. Hier, das spielt doch so schlecht, Mann. War ja auch kein Treffer aus dem Spiel heraus. Geil, da stand unser vom Gegner, also Diarra stand vom Gegner und er geht einfach zurück. Wenn wir uns konzentrieren, ist hier auf jeden Fall noch ein zweites Tor drin. Gott, was war das denn? Komm schon. Oh nein, ich habe X gedrückt. Oh, es klappt. Nein! Oh nein! Komm schon, hier ist ein Sieg drin. Komm schon. Oh, da war gut dafür, dass er eigentlich komplett aus einer beschissenen Situation geschossen war. Aber sollte auch nicht so kommen. Also ich wollte den nicht so schießen. Da oben schöner Stellungsfehler, aber hat er nicht gemerkt. Komm schon. Nein, ach, wieder daneben. Hätte ich mehr aufziehen müssen, aber ich kann es logischerweise nicht immer perfekt machen. Gehabt. Oh, da war ich quasi schon durch. Kommen wir nicht relativ langsam für den Außenverteidiger? Ich glaube. Oh nein, er kommt auch noch gefährlich. Eigene Spieler, ja. Komm schon, hier ist doch noch was drin, ich merke das doch.
Oh, zum Glück. Wie wir den Spieler in der Tasche hatten, der ist nur noch dumm rumgegrätscht. Und ich hab's. Aber gut, ich brauche mir echt keine Vorwürfe machen. Es war halt eine Ecke, man kann einfach nicht. Aber das ist halt wieder so ein Pech, dass genau bei der einen Ecke, bei so einem Gegner, dass die Scheiße funktioniert. Das ist der Wahnsinn, ey. Alter, kriege ich jetzt mal wieder normale Anspielstationen oder? Ist nicht mehr drin, ne? Ist nicht mehr drin. Gegner steht jetzt überall. Es wird halt wieder ein Unentschieden. Oh, wie mich diese scheiß 1-1 Unentschieden ankotzen. Wo ich dann halt vor allem auch immer das 1-0 schieß, in Führung gehe. Und dann schießt der Gegner wieder irgendein Scheiß-Tor. Im besten Fall halt ein Lackertor. Und ein Tor nach einer Ecke ist immer ein Lackertor, weil es so selten vorkommt. Fuck! Und dann halt gegen so einen Gegner, der nur dumm rumgrätscht, nachdem er 1-0 hinten liegt, der es überhaupt nicht verdient hat, noch den Ausgleich zu schaffen. Und dann spielt er anständig. Ich hab's alles genauso prophezeit. Wenn der jetzt das 1-1 schießt, dann spielt er wieder anständig. Wir haben ihn in der Tasche, wir dürfen nur dieses Gegentor nicht fressen. Aber, ja, nur weil man es halt vorhersieht, kann man nichts daran ändern. Das ist so ärgerlich. Das ist wieder mal sehr, sehr bitter, um meine Redensart zu verwenden. Ich fress einfach zu oft in letzter Zeit dieses eine Gegentor. Und ich mache halt meistens nur ein Tor im Spiel. Das ist ja schon besser als früher, wo ich ständig 0-0 gespielt habe. Von daher. Es fühlt sich halt nur nicht besser an, weil ich immer jetzt dieses Gegentor fresse. Früher habe ich immer 0-0 gespielt und hätte mir ein Tor gereicht und jetzt fresse ich immer dieses verdammte Tor. Mann! Ich hatte auch 5 Spiele in Folge als Sieg, ich weiß, aber hier war ich. Egal. Wir gucken mal nach, wie es mit dem Spieler aussieht. Nichts Neues. Liken, kommentieren, abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Ansonsten Daumen nach oben, damit wir euch loben. Euer Paxis. Bis hoffentlich morgen. Tschüss.